Ja, hallo und herzlich willkommen und natürlich frohe Weihnachten. Ich nehme mal wieder ein Let's Play auf und ich habe tatsächlich mal für die Weihnachtssaison Gott schon mal wieder hergenommen für so ein frohe Festtage-Ding und habe ihn einfach mal zum Weihnachtsmann gemacht, wie ich so gerne oft Bots umfärbe und umwandle für die Festtage, wie zum Beispiel auch Nia-Clan-Bot und so weiter, als Piraten und so. So, muss diesmal definitiv Gotcha erhalten. Er ist einfach super geeignet. Und ich werde demnächst auch wieder gucken, dass ich meine Tributbots wieder in einen nützlichen Zustand bringe. Schaue, was man das machen kann und sie dann auch wieder nützlich hochlade. Ich habe Gotcha vor allem dadurch, dass ich ihn an Reskin gegeben habe. Und dank Free Gems, Community Manager, Left of Never habe ich auch endlich wieder Premium und kann auch wieder alle Farben nutzen. Naja, jedenfalls habe ich den auch umgemodelt und zwar vor allem innen drinne auch. Man sieht, ich habe die Track weggetan, denn der heißt es nicht einfach nur Track, sondern die Ketten, die erfüllen nicht mehr den vorherigen Sinn. Die hatten vorher den Sinn gehabt, einfach den Damage gut zu übertragen und so. Und das macht sie irgendwie alles nicht mehr so, wie es früher einmal war. Ne, die Damage Sinks, das ist alles nicht mehr so wie früher. Und man könnte das ruhig wegnehmen. Es passt schon, wenn man hier einfach einen Rod dazwischen hat, mit direkt verbunden sind. Und allgemein ein paar Rods an den Beinen sind wichtig, damit man hier halt nicht einfach nur durchschießen kann einfach. Und dann fliegt das hier ab. Also nicht nur Cubes drin, sondern auch ein paar Rods hier. Die Flaks, die als Beine, Arme dienen, habe ich auch entsprechend mit ein bisschen Triforcing hier hinten angeschlossen. Die an das Chassis angeschlossen, vorne an das Chassis und natürlich direkt ans Bein. Und was mir aufgefallen ist, ich war zu schwer für die Beine. Zwei Beine haben ungefähr so 12 Tonnen Traglast und dann werden sie schon deutlich langsamer. Auch ein Grund, warum ich sagte, okay, der Track, der muss jetzt wirklich weg. Mal, hier fällt mir was auf, hier könnte ich was umfärben. So, das ist eine Hautfarbe hier. Naja, und er ist halt ziemlich hohl und er hat auch mehr Energie jetzt und allgemein, der kann so lang schießen, wie er möchte. Die Waffenwahl, die kleinen Flaks sind super, super gute Methode, gegen Flugfahrzeuge vorzugehen. Man kann sie viel leichter aufteilen und an den Seiten zum Beispiel verstecken, als jetzt die großen Flaks. Obendrauf oder vorne dran eine große Flak würde die ganze Fläche unnutzbar machen, aber an der Seite sind die sehr gut. Klein. Naja, dann habe ich hier SMGs dran. Man kann wahlweise auch die kleineren Plasmas nehmen. Funktioniert sehr gut und zwei Nanos. Der Bot ist allerdings definitiv ein Art-Bot und nicht Meta und auch nicht zu seinem besten natürlich gebaut. Ist natürlich klar, dass die ursprüngliche Form nicht ideal ist. Damals mit den Mega-SMGs war er wirklich sehr gut zu gebrauchen, weil man brauchte halt nicht mehr als einen Mech, an dem zwei Mega-SMGs dran sind. Das ist heutzutage nicht mehr so. Ich habe hier teilweise mit Rods gearbeitet, um Sachen zu verbinden. Andere Waffen sind deutlich offensichtlicher schlechter verbunden und leichter abzuschießen. Und das kann man auch nicht ändern, ohne diesen Look irgendwie zu zerreißen. Das muss man leider akzeptieren. Das ist einfach so. Hier die Rotz, die stab ich ein bisschen, aber das geht noch. Gut, wir springen mal in einen Kampf hinein. Ich werde mit dem Bot hier nicht Brawl spielen, weil für Brawl. Die Regeln im Brawl sind so sehr anders, dass man dafür eher spezielle Fahrzeuge inzwischen braucht. Vor allem, wo sich die Leute darauf eingestellt haben. Wir machen mal ein Deathmatch. Und hoffen, dass es ein paar Flieger gibt zum Abschießen, weil darin ist er echt am besten. Ich habe den jetzt auch so hochgeladen, leider mit ein paar Schreibfehlern. Ich habe Gottschalk gerne mal immer wieder mit 2T geschrieben. Ist vielleicht ein Freudscher, dass ich ihn dann so mit Gott 2T anspreche oder so, weiß ich nicht. Das kommt. Hoffentlich finden wir schnell ein Spiel. Ich habe gerade keine Lust auf einen Cut. Ja, die Feiertage, die lassen mich jetzt richtig faul und fett werden. Vielleicht werde ich ja trotzdem, so wie jetzt, auch mal wieder ein bisschen mehr für den Channel tun. Ah, nice. Ansonsten spiele ich eine ganze Menge Pokémon Go, muss ich sagen. Ich habe inzwischen über 1000 Kilometer da vorbei rumgelaufen und so. Und ich denke, ich habe sogar schon ein bisschen was abgenommen. Allerdings mache ich das alles wieder zunichte. So ist das nun mal. So. Den faulen Zocker kriegt man halt nicht so einfach aus mir raus.
Wen haben wir denn hier? Haben wir hier irgendjemanden, den wir kennen? Nee, nee, nee. Niemand besonderen, den ich irgendwie benennen oder vorstellen müsste. Trotzdem, Etikette muss sein. Und ho, ho, ho. Als Weihnachtsgotcher. Oh, was ist das denn? Der ist so winzig. Die SMGs, die sind nicht so krass im DPS. Aber ich kann sie... Ja, dauerhaft schießen. Was war das denn für eine... Der fährt da einfach rein. Der kleinste Bot von allen. Der fährt da komplett rein. Ohne überhaupt darauf zu denken, dass er daran einfach nur sterben könnte deswegen. Ah, den kriege ich, glaube ich, nicht hochgeheilt. Zwei Riesennahen sind nicht die beste Sache. Aber wenigstens haben wir einen mitgenommen jetzt. Haben wir hier was Fliegendes? Weil dann kann ich wirklich was tun. Ich könnte schwören, habe ich irgendwas gesehen, was in der Luft war. Da war das nur wir. Bleib im Hintergrund. Mein Leben ist gerade wichtig. Kann trotzdem was tun. Das ist schön an den Nanos. Man kann trotzdem was machen, obwohl man in Deckung ist. Bei ihm schnell die Waffe abschießen. Hat natürlich seinen privaten Healer. Die Sache schwierig. Ne, das verlieren wir, denke ich. Sehr schlecht angefangen. Ah, da habe ich übersehen, hätte ich vielleicht heilen können. Oh, you come to the wrong neighborhood, my friend. Versuchen die Ketten wegzumachen, aber bin ich gerade sehr erfolgreich darin, das zu vollbringen. Ich habe Angst vor den Shen-Shredder, der kann mein Leben ganz schnell beenden. Unter einem starken Meter sind die Shen-Shredder eigentlich, aber auch die Schrotflinten. Vor allem vielleicht sogar die Schrotflinten. Man sieht sie verdammt gehäuft momentan. Aber die Taktik, dass man halt so einen hat, der im Nahkampf sehr viel Schaden machen kann und im Hintergrund geheilt wird, damit er da ran kann, ist auch sehr beliebt gerade. Ein solches Matchup haben wir momentan nicht hier in unserem Team. Ich bin kein dedizierter Heiler. Ich habe versucht, diesen Bot hier, man kann ihn auch als Heal plus Flak spielen. Du machst also einfach nur Heal-Waffen dran, die mittleren dann. Ist zwar nicht so viele Waffen drauf wie mit den kleinen SMGs, aber es funktioniert auch ganz gut. Allerdings fühle ich mich dann oft sehr hilflos, wenn ich nur die Flaks habe, um mich wirklich... aggressiv gegen was wehren zu können. Geht's ihm gut? Ihm geht's gut. Nur sicherstellen, dass er aufhört, auf ihn zu schießen. Ja, ein bisschen mehr Burst wäre schon ganz gut, vor allem in diesem Modus. Waffen eignen sich besser jetzt für einen Battle. Aber hier ist es wichtig, dass man halt einen Burst hat. Gut. Den nicht erholen lassen. Er kriegt nämlich gleich Hilfe. Aber wäre auch gut, wenn man mir jetzt helfen würde. Na, alles gut gegangen. Der Einsatz hat sich daran gelohnt. Man sieht, ich habe extrem viel Energie und das ist eigentlich schlecht. Man will eigentlich auch eine Möglichkeit haben, Energie auszugeben. Alternativ kann man also auf Plasma umsteigen. Plasma plus Flux ist eigentlich auch eine gute Mischung. Sollte ich dann nochmal ausprobieren. Aber diese DPS und ungenügend Nutzen meiner Energie ist dann schon ein bisschen nervig. Habe ich den Bot im Shop gesehen oder haben nur viele Bots dieses Grinsegesicht momentan drauf? Ah, der macht einen Fehler, einen Epic Fail hier. Und Deckung.
Das sieht ja anders aus, hätte man einen gegnerischen Flieger, da hätte ich deutlich mehr zu bieten, zu dem Team hier. Bin eher so im Mittelfeld gerade, hier im Bot. Probieren wir definitiv nochmal Plasma aus. Aber wozu kann man sein Bot halt umbauen, ne? Ah, ist dieser Heiler nervig. Heal ist momentan sehr stark, wenn der Healer eine Menge Energie hat. Oh, ich wollte eigentlich dahinter laufen, verdammt. Ich wollte gerade nichts tun, die Beine wollten mich auch nicht auf den Boden lassen. Manchmal springen die dann nochmal extra. Ich glaube, das war zu erwarten. Nicht meine Schuld, aber ich habe auch nicht das Team angeführt. So, dann gucken wir mal, was wir für den Bot noch Gutes tun können. Für diesen Modus. Naja, mach schon. Ein schnellerer Skip-Button wäre mir echt lieb für diesen ganzen Kram, der mich gar nicht interessiert. Da. So, ich sagte, kleinere Plasmas kann man nehmen. Haben sie aber irgendwann zwischendurch nochmal genervt. Passen die hier drauf? Ich glaube nicht. Müssen die Bombarder sein. Confirm. Definitiv diese hier nutzen. Das sind die Rods. Damit müsste man jetzt auch relativ gut die Energie ausnutzen können. Da haben wir doch was. Oder alternativ, man ist ein reiner Healer und macht die ganzen Nanomänder dran, ne? Dann müsste man allerdings sicherstellen, dass man überhaupt ein Team hat, was sich lohnt, geheilt zu werden. Ja, das passt hier in dem Beispiel mal nicht dran, ne? Müsste man dir die Hälfte da abnehmen. Auch da haben wir leider ein kleines Problem. Wir haben noch die Mender, ne? Ja. Sind sich alle ein bisschen uneinig. Ups. Normalerweise müsste Jan hier hin. Hier eins runter. Geht aber auch nicht. Ich kann mich erinnern, dass ich es immer so hatte. Und dann eins in der Mitte. Ah ja, genau, so hatte ich es mal gehabt. Das geht leider nicht. Und da müsste man hier oben leider das obere Ding abschneiden. Aber wir machen mal, wie gesagt, wir haben keine Teammates, denen ich trauen kann. Nehmen wir mal die Plasma-Variante. So, entsprechend färben wir die Waffen so ein, dass sie zum Hintergrund passen. Sieht dann noch ein bisschen besser aus. Hier muss natürlich dann die großen Nanos dran. So. Aber so leicht kann man einfach einen Bot je nach Bedarf halt ändern. Mach ich auch weiß, das passt besser. Oh ho ho. Mal sehen, wie wir damit fahren.
würde vermuten, dass wir eher einen Kill kriegen können. Kommt natürlich auch auf die Gegner an. So eine gesamte Ladung Plasma, auch von den kleineren, ist schon viel Schaden. Burst ist definitiv vorhanden, auch wenn es jetzt nicht Mega Burst ist. Mega Plasma und die großen Plasmas, die hauen hier die Energie viel schneller weg noch. Dafür kann man mit dieser Plasma besser zielen. Man quasi sich korrigieren kann, während man schießt. So. Und wir haben wieder niemand Besonderen. In unserem Team oder bei den Gegnern. Übrigens für Leute, die mich im Spiel einladen. Oder auch auf Steam und so weiter. Das nehme ich alles nicht an. Weil, wenn ich im Spiel bin, wer weiß, was ich gerade mache. Komm, wo ist meine Maus? Ich will meine Maus-Controls haben. Ich kann mich nicht steuern. Ich kann nicht laufen, sonst irgendwas. Was ist denn hier los? So, und da sind wir im Spiel. Tatsächlich das zweite Spiel. Das erste Spiel, um das ich eigentlich gegangen bin, da hatte ich verbuggt. Da konnte ich mich nicht bewegen. Nichts ging mehr. Deswegen habe ich das rausgecuttet jetzt, weil... Und ich werde es rauscutten. Weil es einfach nicht schön war, sich das anzugucken, diesen Bug. Ich stand hier rum und konnte quasi nichts machen. Nicht schießen, nicht lenken, nicht vorwärts gehen. Ich konnte Escape drücken und so. Aber ich konnte nicht mal am Ende voten, dass ich aufgeben wollte. Und wir haben natürlich krass verloren gehabt. War nichts zu machen. Und da das auch nicht interessant war, sich das anzugucken, wie ich mich darüber aufrege. Einfach, um auch die Folge kurz zu halten, schön knackig zu halten. Ist rausgeschnitten. Da hat man wieder kurz gesehen, dass manchmal die Sprinter-Lags so komisch rumhüpfen. Ist der eine Sprungflinte vorne dran? Jo, sieht man kaum im Rasen. Das ist ein Nachteil natürlich dann von dem Plasmas. Wenn man keine Energie mehr hat, dann machen sie dann weniger Schaden. So. War trotzdem alles gut. Und ich habe endlich was zum Flacken. Offensichtlich auch sehr einfach zerstörende Fluggegner hier. Und natürlich ein bisschen schwieriger mit Plasma vernünftig zu treffen. Deswegen geht es einfach draufhalten. Hier hat man jetzt so einen leichten Bullet Drop. Oben ist es dann natürlich wieder super einfach. Ja. Feuergeschwindigkeit hat stark nachgelassen. Ich habe, glaube ich, nur noch zwei Plasmas. Zwei Plasmas ist nicht genug, um schnell zu schießen. Komm, spring. Trau dich. Hm, geht auch so. Boardet, der war doch durch die Wand, habe ich geklickt. Seltsam. Fünfer der Cheater. Oh ja. Vorhersehen, wann er fällt und schon runterziehen ist wichtig. Man findet doch sehr, sehr schnell die Ladungen. Aber man sieht wirklich, man hat ein bisschen mehr schnelleren Schaden und man verliert seine Energie in einer sinnvollen Art und Weise, aber man kommt mit der Energie selber weniger weit, die man hat. Dafür mochte ich die anderen SMGs dann doch sehr gut leiden. Die dritte andere Alternative ist natürlich dedizierter Heiler zu werden. Ich wünschte, der würde nicht da hängen, sondern eher fliegen. Man kann ja nicht alles haben. Ich glaube, hier ist schon die andere Waffe mehr besser. Ach, muss ich die Plasma nehmen? Einzelne.
werde gerailt, gerailt. Ah, Deckung. Aha, nein. Muss ich doch dran glauben jetzt. Fehler. Wir sehen, wie das wehtat. Oder das. Das ist schon ein super Teil. Sollte man in einem Team vorhanden haben, damit Flieger entsprechend nicht ihre gesamte Vorteile nutzen können. Oder man sie einfach zerlegt. Wenn sie nicht so flexibel sind wie vielleicht zum Beispiel Drohnen. Jetzt kommt er wieder hier rum. Oh ja. Ja, leichteres Ziel ist da oben noch. Durch ein super leichter Kill. Der hier ist recht empfindlich, weil er so stangenartig aufgebaut ist. Durch die Plasmaschüsse auf dem Boden fällt er auch ganz schnell seine Rottwaffen da in den Seiten überall hat. Bin mir nicht sicher, muss ich mal gucken, welche Waffe quasi effizienter ist zu nutzen, wenn man keine Energie mehr hat. Hätte ich airbauen sollen. Der Flieger ist wieder da, er lernt auch nicht, ne? Immer derselbe Fehler, mitten aufs offene Feld, er ist nicht so, als würde er da in dem Tower bleiben. Kann er dann überhaupt nicht mehr reagieren. Ich fange auf ihn zu flacken an. Und dann ist er eigentlich auch schon tot. Hier auch wieder straight nach oben. Als ob es da keine Bedrohung geben würde. Ah. Die Gegner sind an sich am Rumflamen schon. Ja, er macht natürlich seine Teammates, ne, ist klar. Oh, da, das hat gut funktioniert. Meine Score wird nicht verdoppelt, das ist momentan ein Bug, der mal vorkommt. Wobei, in der letztendlichen Belohnung ist er, glaube ich, noch verdoppelt. Ich müsste also jetzt eine Protonenkiste kriegen. Sollte eigentlich alles gut sein. Nicht, dass da irgendwas drin wäre, was ich brauchen würde. Ich habe gestern Abend mal mit dem Christian 43 oder so gespielt, zufällig im Chat getroffen und gesagt, ja komm, lass mal los. Er hat mich gefragt, ob ich nicht zufällig spielen möchte und ich habe gerade den Gotcha fertig gemacht, ne? Und dachte ich, yo, ich wollte ja eh mal ausprobieren, ob er jetzt läuft, ne? Und dann sind wir halt mal losgegangen. Und er hat das große Problem, er hat gerade angefangen und hat irgendwie so gar nichts großartig gehabt. Ne? Also der hatte auch kaum was gab, was er verkaufen konnte. Sein Bot war genau wie der Flieger, den wir eben gesehen haben. So mickrig, klein und aus wenigen Blöcken bestehend und ist sofort zerplatzt und so. Hat er dann selbst gesagt, so, oh Gott, mein Bot ist scheiße und so, was soll ich machen? Dann habe ich gesagt, ja, mach mal hier das und das. Ja, habe ich nichts von, kann ich nicht bauen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, verkauf alles, was Protossieger sind. Verkauf Flügel, verkauf Reifen, die brauchst du nicht, Reifen sind kacke. Verkauf all diesen Kram und kauf einfach mal einen Bot, der irgendwie haltbar ist. Dieser hier ist zu teuer. Man kann sich die Beine, die episch sind, nicht leisten und zwei Flaks, die episch sind, nicht leisten. Da habe ich ihm gesagt, ja, wir kennen ja alle Muhase. Der baut ja vor allem Bots, die so für Anfänger interessant sind, zum Hochleveln und so, und Guides. Da könnt ihr auch mal bei ihm vorbeigucken. Er weiß, wie man eine Menge Robots machen kann, da sage ich aber nicht viel zu, weil das ja schon ein bisschen krasse Methoden sind teilweise, die ich jetzt hier jetzt nicht nennen muss. Aber es gibt diesen Bot hier und der ist aus Ketten, kleineren Ketten, vielen kleinen Waffen. Einziges teure Material ist wohl diese Flak hier, das ist auch nur eine einzelne. Man hat gesehen, wie gut eine Flak einen Schaden einbringen kann. Und damit kann man recht gute Scores verwirklichen. Auch ohne viel Robots haben zu müssen, um diesen Bot zu kaufen.
Er hat mit mir zusammen diesen Bot gespielt, wo ich selbst ein anderer Bot war und hat vergleichbare Scores mit mir gehabt. Jetzt gerade in dieser Runde. Und ich weiß nicht, was er noch alles hat, aber dieser hier ist halt relativ gut, um hochzuleveln. Der Law Cost Tank 2 sehe ich hier gerade, ist natürlich mit Doppelflak. Ist natürlich ein bisschen weniger Law Cost. Aber man kann sich ja hocharbeiten. Doppelflak ist natürlich deutlich stärker. Also mal ein Shoutout für ihn, für Mu. Viele gute Sachen, ne? Vor allem für Anfänger auch und Tutorials. Ja, das war's dann von mir. Ich überlege jetzt mal endlich wieder ein From the Depths Let's Play aufzunehmen. Ich möchte da weitermachen. Hab jetzt den Ganzlinger, soweit dass ich ihn zumindest traue, in From the Depths, dass ich ihn mal in die Kampagne schicke. Warum ich noch nicht ganz zufrieden bin mit dem From the Depths Ganzlinger, erkläre ich natürlich dann in From the Depths. Wir sehen uns vielleicht dann, dort oder bis zum nächsten Robocraft LP. Bis zum nächsten Mal und euch noch schöne Feiertage. Vielleicht streame ich die nächsten Tage auch mal. Ich habe nämlich Tage frei. Und ja, GG.